Im Höchstfall sind es nur noch zwei Spiele. Dazu müsste aber DEG jetzt auch noch gewinnen. Und ich hoffe mal, dass Augsburg wenigstens ein Spiel gewinnt. Naja, und damit melde ich mich zurück, wo wir nach Augsburg reisen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Augsburg hat ein richtig geiles Stadion. Ich war einmal da und ich musste ehrlich gesagt heulen. Aus einem ganz einfachen Grund, weil dieses Stadion von Augsburg, das sieht fast 1A aus wie die Bremenstraße. Und da kamen so viele Gedanken hoch. Oh. Naja, egal, ich will jetzt nicht in Erinnerung schwelgen. Huch, was? Von deinem nächsten Spiel werden die Spieler aller anderen Teams bis zu dem. Deine. Was? Von deinem. Vor deinem nächsten Spiel werden die Spieler aller anderen Teams bis zum Tag deines Spiels simuliert. Ja. Okay. Habe ich zwar jetzt nicht verstanden. Okay. So, und bis gleich. Alles klar, und wir sind in Augsburg angekommen. Mal gucken, ob die DEG das zweite Spiel gewinnen kann. So, und auf geht's. Mit einem direkten Angriff. Wutze. Ich hoffe mal, das mit den Strafen wird sich mal ein bisschen wird mal ein bisschen besser sein. Weil 10 zu 0 Strafminuten ist schon sehr unrealistisch, wenn ihr. Aber ich glaube, ich habe. Ach Leute! Schiri, wir wissen, wo dein Auto stand. Hat gut gebrannt, hat gut gebrannt. Wo habt ihr da bitte jetzt eine Strafe gesehen? Ich habe da keine Strafe gesehen, aber okay, der Schiri hat natürlich 10.000 Augen. Da sieht er natürlich alles, wie so ein Luchs sieht er das. Ja, wegen Haken. Klar, du hast Haken im Kopf, Alter. Schönes Tor. Da sollte der Pass eigentlich gar nicht hingehen. Und Adams am Puck. Und er macht nix. Und Roach. Und Icke. Aber selbst ich semmel am Ziel vorbei. Adams, Adams. Natürlich, und dafür kriegt dann Augsburg keine Strafe, oder wie sehe ich das? Uiuiuiui. Lara, Lara, Lara. Du machst das wieder spannend. Aber in Düsseldorf habt ihr 5-2 verloren. Natürlich würde ich es mir wünschen, wenn Augsburg auch ein Spiel gewinnt. Huch! Natürlich, Scheibenkleister. So, Icke, Icke, Icke. Keine Anspielstation da. Ein bisschen am Tor hinaus, ne? Oder wie seht ihr das?
Uiuiuiui. Also im Moment ist das Spiel ja richtig spannend. Los, Reed, Reed! Ich hoffe, es bleibt auch so. Da. Leicht verzogen. Aber der Spuck ist doch nicht drin. Ich dachte, der geht jetzt rein. Ey! Haken, keine Strafe. So, Col. Was war das denn jetzt? Sag mal, wie oft wollt ihr da eigentlich hin und her passen? Wir sind hier nicht im Training, wo ihr den Pass hin und den Puck hin und her oder so. Danke. Tja. Somit ist die DEG mit einem Bein deutscher Meister. Im Moment. So, Steven. Ah. Ach, Holland hatten ja schon. Natürlich 2 Minuten verhalten, aber nein, sieht der Schiri ja alles nicht. Erste Drittel vorbei, es steht 1:0. Im Gegensatz zu dem Spiel in Düsseldorf, da stand es schon 2. Nee, da stand es 0:0. Da stand es ja 0:0. So, und auf geht's ins zweite Drittel. Und Stevens. Jawohl. Und wieder Stevens. Was? Stand er gerade abseits, habe ich gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Schade. Der war nicht einfach zu halten, der war verdeckt. 8 Spiele, 7 Siege. Tja, wer wohl die Siegesserie von der Lada da kaputt gemacht hat, das würde mich mal interessieren. So, Kreuzer. Nein. Nein. Ich glaube es nicht. Mark Murphy. 2 Minuten verhalten. Quatsch, wegen hohen Stock. Die ersten 2 Strafminuten für Augsburg in diesem Finale. Ich glaube es nicht. Okay. Los, Roach, das ist deiner. Das ist deiner. So, Vikingstar, du machst in den Playoffs eigentlich auch nicht viel, habe ich das Gefühl. So, Vikingstar wieder. Time for a cigarette. Der war auch nicht einfach. Ein versuchter Bauerntrick, der aber ins Leere ging. Ja, das erste Spiel gegen Augsburg im Finale mit 5:2 gewonnen. Ich meine, es ist noch im Rahmen der realistischen Ergebnisse. Also, ach, Schaden.
Schade. Oh. Oh. Was machst du denn da? Gamala, nala, nala, lauf! Bitchy. Jawohl, aber was für ein schönes Tor. Aber die Lada war, glaube ich, noch da dran, oder? Mhm. Vase. Da fällt mir doch gerade noch ein, dass ich mir noch ein Trikot von Bitchy holen wollte. Naja, gibt ja bald Kohle. Und da stand mal wieder kein Schwein. Komm, Bitchy, lauf! Schön. Und ich hab da unten kein. Boah. Auf zu Collins. So, Bitchy. Nee, Quatsch, ist ja gar nicht Bitchy. Anstrengen, Augsburg! Wir müssen mindestens ein Spiel gewinnen. Ansonsten macht das Ganze hier gar keinen Spaß mehr. Katan, 3 Tore, 0 Assists. Und so steht es ja jetzt auch. 3 zu 0. Bin ich zu gut oder sind die zu schwach? Und abseits. War mal mein Lieblingsspieler. Apropos Danner, da, Mann. Huch. Ach, wo laufe ich denn hin? Ja, Katan. Na? Aua! Das tut doch weh! So, die Nummer 80 wieder. Parrish, alte Rampensau. Und nochmal Parrish. Geblockt. Ja, lauf am Puck vorbei. What? Wieso das? Für Behinderung? Ja, nee, ist klar. Naja, egal, machen wir hier mal noch ein Tor in Unterzahl. Was haltet ihr davon? Ah, hätte ja klappen können. Alter! Nein, die waren jetzt... Schade. Ach so, abseits. Store, du machst deine Sachen gut. Das gefällt mir. Was mir aber nicht gefällt, dass es gleich im Playoff-Stand gleich 2-0 steht, wenn nicht irgendwas irgendwas passiert. Ja, und das zweite Drittel vorbei, es steht 3-0. Himmel, Arsch und Donnerkeil. Sorry, aber das musste mal gesagt werden. So, weiter geht's ins, auf geht's ins letzte Drittel. Kann Augsburg nochmal rankommen? Oder steht's vielleicht wirklich 2-0 im Playoff-Stand? Icing.
Oh, die Augsburger kriegen schon die ersten Buhrufe. Mann, 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 Mann. Ihr versucht es immer wieder mit einem Doppelpass, ne? Ja. So, wen haben wir denn da? Roach haben wir da. Hui, 3-1. Aber was für ein Konter, schön. Muss man Augsburg lassen, ein sehr schöner Konter. Und Stor ist geschlagen. Augsburg hat noch genug Zeit, um das Spiel noch mal zu drehen. Aber es wird nicht leicht. Oh, fuck! What? Ach so. Ah, ja. Ah. So, right. Okay, ah. So, Reed. Das Spiel ist noch nicht entschieden. Zwei Tore im Eishockey, wie jeder weiß, ist nix. Kann man schnell wieder aufholen. Tyler Beachy, 3 Tore, 5 Assists. Na ja. So, wen haben wir da? Collins. Ja, das wäre jetzt so ein Ding gewesen, wenn der jetzt reingegangen wäre. Beachy! Genau, gibt's doch gar nicht. So, Jamie Wright, der hat in den letzten paar Spieltagen gar nichts gebracht. So, und wieder Attacke nach vorne. Und da ist das 4-1 gefallen. Und Marc Perry stand da mal wieder. Alleine vorm Tor. Ja, okay, nicht ganz alleine, aber wenig Deckung. Sehr, sehr wenig Deckung. Und jetzt wird es richtig bitter für Augsburg. Oh. Bei NHL 11 oder 12 wäre der drin gewesen. So, Vicky. Der war auch nicht leicht. Icing, Icing, Icing. Jo, ganz knapp, Icing. Es war ein schönes Tor von Augsburg. Keine Chance fürs Tor. Uiuiuiui. Und die nächste Strahl. Er hat's gesehen. Er hat's gesehen. Er hat's gesehen. Er hat's gesehen.
So, Vicky am Bulli-Punkt. Right, was machst du da? Raus aus dem Abseits, Mann! Parrish, right. What? Hä? Ach komm. Wo habt ihr da jetzt bitte eine Strafe gesehen? Also ich habe da echt keine gesehen. Ah Mann, ich habe vielleicht den Stock ein bisschen erhoben, aber dass wirklich eine Strafe war. Man munkelt. Tja, und sowas nennt man dann bekanntlicherweise, na, was? Icing. So, da steht ja glücklicherweise Adams. Tja, und so wie das aussieht, braucht DEG wirklich nur noch einen Sieg, um deutscher Meister zu werden. Einerseits freut es mich, da ich ja NHL 11 total verhauen habe. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite bin ich ein bisschen enttäuscht, da das Ganze alles zu unrealistisch ist. Wann hat eine Mannschaft in der DEL mal so einen Durchmarsch gemacht? Ganze 4 Niederlagen. Ganze 4 Niederlagen in einer kompletten Saison. Und dann in den Playoffs bis dato keine einzige Niederlage. Ich meine, wie gesagt, einerseits freut es mich, auf der anderen Seite, naja. Wenigstens haben wir ja noch NHL 12. Jo, 4-1 gewonnen. Das erste Spiel 5-2, jetzt 4-1. Und das letzte Spiel gewinnen wir 3-0 oder was? Oder Augsburg gewinnt mal zur Abwechslung, was ja mal gar nicht mal so schlecht wäre. Tyler Beechey! Schön, freue ich mich. Naja, gut. 45 zu 19 Schüsse, 4 zu 24 Checks, 25 zu 6 Bullies, ey, und 6 zu 6 Strafen, also ziemlich ausgeglichen. So, und bis gleich. Ja, guckt euch das mal an. 9 zu 0. 9 Siege. Kann nicht wahr sein. Nee. So, monatlicher Finanzbericht. Ja, bla bla blubber. Bla bla blubber. Gesamtgewinn 22,1 Millionen. Möchte jemand was haben? Ich verschenke gerne eine Million. So. Ja, und das nächste Spiel ist wieder zu Hause. So wie ich die DEG kenne, lässt die sich das normalerweise nicht nehmen, aber man munkelt. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht was draus und bis dann. Tschüss.